Hey Leute, Stefan hier mit einem neuen Tutorial für euch. Relativ spontan jetzt, deswegen verzeiht mir, dass das wirklich ungeplant ist, dieses Video. Ich bin gerade mit Ben unterwegs am Gendarmenmarkt und wir wollten die blaue Stunde fotografieren mit den Gebäuden im Hintergrund. Und wir haben aber nicht gewusst, dass heute hier eine Veranstaltung ist und dementsprechend noch mehr Leute da sind als normalerweise. Und ich möchte euch jetzt einfach in diesem Video mal kurz erklären, welche Möglichkeiten es gibt, diese Leute auf den Fotos später quasi unsichtbar zu machen, also dass sie verschwinden. Weil wir wollen ja solche Bilder eigentlich haben ohne Touristen. Methode Nummer 1 ist, wir warten einfach, bis alle Leute weg sind. So bis 2 Uhr nachts ungefähr, fällt aber bei uns heute flach, denn wir wollen erstens ja diese blaue Stunde eigentlich haben, diesen blauen Himmel, der ist jetzt schon fast wieder weg. Und außerdem haben wir auch gar nicht so viel Zeit. Und deswegen fällt diese Methode einfach mal raus. Methode Nummer 2, das haben wir schon aus dem letzten Video gelernt, Langzeitbelichtung. Ihr habt es ja, wenn ihr das letzte Video gesehen habt, gemerkt, bei Langzeitbelichtung mit fahrenden Autos, die Autos verschwinden. Ja, weil wir entsprechend lange belichten und die Autos dann verschwinden und da sind ja nur noch diese Lichtstreifen übrig geblieben. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, guckt es euch mal an. Und mit dieser Langzeitbelichtung können wir genau dasselbe erreichen. Wir können die Touristen verschwinden lassen. Denn wenn diese Touristen sich bewegen, dann werden bei entsprechend langer Belichtung irgendwann diese verschwinden von dem Bild. Wenn wir jetzt in so einer Abendstunde hier sind, dann sind wir bei einer Belichtung von vielleicht ja, maximal 10 Sekunden ungefähr. Könnte noch zu wenig sein. Deswegen gibt es sogenannte Graufilter oder ND-Filter nennen die sich auch. Die können wir vorne aufs Objektiv draufschrauben und die schlucken nochmal sehr viel Licht. Ja, also es gibt so eine ND-Filter, die können insgesamt bis zu 10 Blendenstufen, glaube ich, können die abblenden. Und das heißt, wir können wirklich nochmal extrem viel länger belichten. Also wenn man das gescheit anstellt, dann kann man Belichtung bis zu 10 Minuten hinbekommen. Und in diesen 10 Minuten sollte sich doch hoffentlich mal jeder Tourist bewegt haben. Wenn nicht, dann muss man sie doch mal wegscheuchen. Aber 10 Minuten Belichtung, damit kann man auf jeden Fall die meisten Touristen aus den Bildern eliminieren. Eliminiert. Ich habe es heute irgendwie mit dem Wort, aber wer weiß. Hier seht ihr jetzt mal ein Beispielbild auf Benes Kamera. Also wir haben jetzt hier mit einer Blende 8 fotografiert und 6 Sekunden belichtet. 6 Sekunden ist noch relativ kurz, aber durch das Umgebungslicht waren wir jetzt gezwungen, erstmal auf 6 Sekunden zu gehen. Wir haben natürlich noch ohne Filter fotografiert. Ne? Und wenn wir jetzt mal reinzoomen in das Bild, dann seht ihr jetzt schon, wie die Menschen anfangen, sich hier zu bewegen und zu quasi geistern zu werden. Und wenn man jetzt noch sehr viel länger belichten würde, also wenn wir jetzt auf 30 Sekunden oder mehr gehen würden, dann würden diese Menschen auch wirklich komplett verschwinden und dann würde man die auch nicht mehr im Bild sehen. Wir könnten jetzt noch einen Filter draufschrauben und das Ganze dann nochmal wirklich mit einer Minute oder zwei Minuten belichten, um dann wirklich die Menschen rauszubekommen. Halte ich jetzt aber in der Situation für kontraproduktiv und ich würde euch eher die Methode noch zeigen in Photoshop, denn damit sind wir meiner Meinung nach deutlich effektiver. Methode Nummer 3, und das ist eigentlich auch die Methode, zu der ich euch heute raten möchte. Wir machen viele Bilder, also ungefähr 50 Bilder. Wir fotografieren hier auf einem Stativ, wie ihr seht, und dementsprechend verwackelt das Bild auch nicht. Und wir machen wirklich 50 Bilder oder mehr Bilder sogar von der gleichen Szene. Und diese Bilder werden wir dann später in Photoshop übereinanderlegen. Und daraus können wir dann einzelne Personen mit Masken und Ebenen halt ausblenden. Das zeige ich euch aber dann später nochmal am Rechner. Wichtig ist jetzt erstmal nur, dass ihr das wisst, also dass man wirklich viele Fotos machen muss und darauf auch achtet, dass wirklich sich jeder auf dem Bild mal irgendwo bewegt hat. Denn wenn dann hinten noch eine Menschengruppe sitzt, die sich halt auch in diesen 50 Fotos nicht bewegt hat, naja, dann sind die halt immer noch drauf. Dann gibt es halt noch so Methoden wie, wir können sie wegstempeln oder so. Aber damit sollten die meisten Touristen wirklich aus den Bildern eliminiert werden. So, ich mache jetzt wirklich mal 50 Bilder einfach hintereinander weg und ich hoffe, dass in diesen 50 Bildern sich wirklich fast jeder Tourist bewegt, damit wir dann später in Photoshop mit ebenen Masken und Ebenen arbeiten können, um diese Touristen dann wegzuretuschieren. Es wird natürlich ein paar wenige geben, die werden sich halt auch in diesen 50 Bildern nicht bewegen. Aber ich sag mal, einen Großteil können wir mit dieser Methode eliminieren und den Rest machen wir dann wirklich mit Stempelarbeit dann noch weg. So, wir sind jetzt in Lightroom angekommen. Ich habe jetzt hier mal alle Fotos importiert
Und ihr seht schon, hier hinten geht's los mit den Fotos, die ich jetzt zum Schluss gemacht habe, wo ich dann wirklich auf dem Stativ gearbeitet habe und sehr viele Fotos einfach hintereinander weggeschossen habe. Und genau diese Fotos möchte ich jetzt wirklich dann mal dazu verwenden, um euch zu zeigen, wie wir jetzt in Photoshop relativ einfach diese Touristen dann entfernen können. Also zum Beispiel die hier vorne, die stören mich sehr. Und auch hier auf den Bänken müssen wir mal gucken, ob wir die komplett wegkriegen, weil die saßen sehr lange. Ich glaube, ja, hier hinten saßen sie halt auch immer noch. Da hätte man dann wirklich noch länger fotografieren müssen. Aber ich sage jetzt mal, für den Zweck, euch das Verfahren zu zeigen, ist das völlig ausreichend. Und die Menschen hier vorne werden wir auf jeden Fall wegbekommen. Dann gucken wir einfach mal. So, ich habe jetzt, wie gesagt, hier einige Bilder gemacht und die werde ich jetzt einfach mal alle markieren und dann mit einem Rechtsklick auf Bearbeiten in und dann auf in Photoshop als Ebenen öffnen klicken. Photoshop hat jetzt alle Fotos jeweils auf eine separate Ebene gelegt und dann übereinander gepackt. Das heißt, wir haben jetzt ein Dokument mit ungefähr 25 bis 30 Ebenen und dort liegen dann alle Fotos übereinander. Ihr könnt jetzt sehen, hier zum Beispiel auf der obersten Ebene, dass dieser Tourist hier durchs Bild gelaufen ist und einen extremen Schleier hinter sich hergezogen hat. Das ist aber jetzt nur auf diesem Foto so. Wenn ich jetzt das oberste Foto mal ausblende, dann seht ihr schon, auf dem Foto darunter ist das nicht mehr der Fall. Und das können wir uns jetzt zunutze machen, indem wir mit Ebenenmasken arbeiten. Ja, also wenn ihr noch gar nicht wisst, was Ebenenmasken sind, wenn ihr mit Photoshop jetzt noch nicht so bewandert seid, kein Problem. Ich habe auf meinem Channel auch ein Photoshop-Grundlagenvideo, das könnt ihr euch mal angucken. Beziehungsweise es gibt auch noch sehr viele weitere schöne Tutorials dazu. Ich werde vielleicht auch nochmal extra zu Ebenenmaske demnächst was machen. Ich werde jetzt hier unten auf dieses Icon mal klicken und das erstellt mir eine neue Ebenenmaske. Und ihr müsst euch jetzt nur so viel merken, die Ebenenmaske ist am Anfang komplett weiß. Das heißt, alles ist von dieser Ebene sichtbar. Und wenn ich jetzt mit schwarz reinmale, beziehungsweise die komplette Ebenenmaske schwarz ist, dann ist davon gar nichts mehr sichtbar. Ja? Und ich möchte mir das jetzt zu Nutzen machen, dass ich jetzt einiges von dieser obersten Ebene nicht mehr sehe und dann die Ebene darunter durchscheint, wo dieser Tourist dann halt nicht mehr zu sehen ist. Und dafür nehme ich mir jetzt einen Pinsel mit einer schwarzen Vordergrundfarbe und 100% Deckkraft und fange jetzt einfach mal an, hier auf diese Ebenenmaske zu malen. Und ihr seht schon, wow, diese oberste Ebene wird jetzt quasi unsichtbar gemacht an dieser Stelle und die Ebene darunter schimmert durch, wo halt dieser Tourist an der Stelle nicht mehr zu sehen ist. Er steht jetzt hier am Rand, aber hier in der Mitte ist jetzt erstmal alles komplett frei. So, ich blende jetzt mal die oberste Ebene aus und jetzt blende ich auch mal die zweitoberste Ebene aus und hier kann ich schon sehen, dass dieser Tourist auch hier jetzt gar nicht mehr zu sehen ist. Und genau deswegen werde ich jetzt eine weitere Ebenenmaske erstellen auf der zweitobersten Ebene und werde jetzt hier genau wie gerade eben auch wieder mit schwarzer Vordergrundfarbe einfach reinmalen und der Tourist verschwindet. Und genau dieses Verfahren können wir jetzt auf das gesamte Bild anwenden und somit wirklich in jedem Bereich die Touristen entfernen. Photoshop wäre aber auch nicht Photoshop, wenn es nicht noch eine automatische Lösung direkt vom Programm geben würde. Und ich habe jetzt die beiden Ebenenmasken nochmal hier gelöscht und bin zum Ursprungsbild quasi zurückgegangen. Und wir können uns jetzt einfach mal alle Ebenen markieren mit gedrückter Shift-Taste. Und dann werde ich einen Rechtsklick machen in die Ebenen und in Smart Object Konvertieren auswählen. Für Leute, die jetzt nicht wissen, was ein Smart Object ist, ist jetzt an der Stelle nicht so das große Problem. Wenn es euch aber interessiert, ich werde dazu bald auch nochmal ein Video machen. Ansonsten gibt es da sicherlich auch schon genügend Videos zu auf YouTube und anderen Plattformen, wo man sich das Ganze dann mal angucken kann. So, wir haben jetzt hier das Smart Object und ihr seht, es ist jetzt quasi nur noch eine Ebene. Wir haben jetzt hier aber so ein kleines Icon noch drin, was uns sagt, das ist ein Smart Object. Und mit diesem Smart Object kann ich jetzt hier oben mal auf Ebene klicken, dann Smart Objekte, Stapelmodus und Median. Und wenn ich da jetzt mal draufklicke, dann werdet ihr hoffentlich gleich sehen, was passiert. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange Photoshop dafür braucht, aber es rechnet jetzt quasi den Median der Bilder aus und zack, ihr habt es gesehen, automatisch sind hier die Touristen komplett verschwunden. Hier auf den Bänken sieht man das noch so ein bisschen, weil da haben sie halt wirklich fast die kompletten
Bilder gesessen, die ich gemacht habe. Da muss man es dann nochmal per Hand machen oder man fotografiert halt wirklich ein bisschen länger. Aber ihr seht hier im Vordergrund sind alle Touristen wirklich komplett verschwunden, weil wir halt extrem viele Fotos schon gemacht haben und dadurch dieser Median ermittelt wurde und so die Touristen verschwunden sind. Also, es ist natürlich eine Methode, damit werdet ihr nie alle Touristen entfernen können, aber es ist ein guter Startpunkt und es erspart euch am Anfang eine Menge Arbeit und jetzt können wir dann weitermachen und dann hier weitere Touristen entfernen, zum Beispiel den Mann hier hinten. Auf der Treppe dahin wird es ein bisschen schwierig. Wie gesagt, wir waren an einem Tag da, wo da eine Veranstaltung war und dann ist es natürlich besonders schwierig, aber mit genügend Geduld hätte man auch das geschafft. Das war es schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, ihr konntet in diesem Video ein bisschen was lernen. Und wenn ihr in Zukunft Fotos macht von belebten Plätzen, macht einfach wirklich ein paar Fotos mehr und macht euch ein bisschen die Arbeit. Und dann habt ihr aber später wirklich ein tolles Foto von einem belebten Platz, der im Endeffekt total ausgestorben ist und dadurch auch vielleicht ganz cool wirken kann. Ihr seht jetzt hier nochmal ein kurzes Beispiel. Ich habe das Ganze auch mal am Brandenburger Tor gemacht. Da hat das Ganze dann ein bisschen besser funktioniert, da hatte ich dann allerdings auch ein bisschen mehr Geduld. Und wie ihr seht, mit Geduld kann man dann wirklich einen menschenleeren Platz am Ende bekommen. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Also bis bald.